Der Mäusebussard ist ein mittelgroßer, kompakter Greifvogel. Er wird bis zu 57 cm lang und hat eine Flügelspannweite von bis zu 130 cm. Die Flügel sind relativ breit. Der kurze Schwanz ist am Ende abgerundet. Während des kreisenden Segelfluges werden die Flügel flach V-förmig aufgestellt. Die Handschwingenspitzen sind immer dunkel. Der Schwanz meist durchgehend eng gebändert. Der Kopfbereich ist meist längst gestreift, doch selten einfarbig weiß bis schwarzbraun. Das oft hellere Brustband ist bei Jungvögeln längst gestreift und bei den Altvögeln quer gebändert. Die Unterschwanzdecken sind einfarbig gefleckt oder gebändert. Die Federn an den Unterschenkeln, die sogenannten Hosen, sind einfarbig, gebändert oder längs gestreift. Der Schwanz, auch Stoß genannt, ist das sicherste Merkmal, um die Nominatform des Mäusebussards von seinen Unterarten und vom Raufußbussard zu unterscheiden. Bei der Nominatform des Mäusebussards sind die Schwanzfedern rau, braun oder rostrot mit 8 bis 12 dunklen Querbinden. Die Nominatform des Mäusebussards tritt in sehr verschiedenen Färbungen auf. Von nahezu ganz weiß bis fast vollständig schwarzbraun, was einzigartig in der Vogelwelt Mitteleuropas ist. Der Schnabel ist schwarz und zum Kopf hin heller. Die ungefiederten Füße und Wachshäute sind bei frisch geschlüpften Jungvögeln hellrosa, bei Altvögeln gelb. Die Iris ist in ihrer Färbung variabel, von grau, graubraun bis braun, selten auch heller oder gelblich und steht im Zusammenhang zur allgemeinen Gefiederfärbung. Eine sichere Unterscheidung von Jugend- und Alterskleid ist äußerlich an der Zeichnung und Form der Schwanzfedern möglich. Die Jungvögel haben mehr zugespitzte, die Altvögel eher gerade endende Schwanzfedern. Der Wechsel vom Jugend- ins Alterskleid findet in der ersten Mauser, also im Alter von ca. 12 Monaten statt. Dabei wird nicht das gesamte Großgefieder erneuert, meist verbleiben noch die äußersten Handschwingen. Das erste und zweite Dunenkleid der Nestlinge kann mausgrau oder rein weiß sein. Nestlinge mit mausgrauem Dunenkleid haben einen weißen Nackenfleck und durchgehend hornschwarze Krallen. Im weißen Dunenkleid fehlt dieser Nackenfleck und die Krallen sind von der Spitze her bis zu einem Drittel weiß. Die Farbe der Iris ist bei Jungvögeln heller als bei Altvögeln. Ausgewachsene Männchen aus Deutschland wiegen durchschnittlich 790 Gramm, die Weibchen 990 Gramm. Dabei handelt es sich um Normalgewichte im Jahresdurchschnitt. Das Gewicht schwankt im Jahresverlauf erheblich, da von der Brutzeit bis zum Winter im Durchschnitt bei Männchen bis zu 130 Gramm und bei Weibchen bis zu 180 Gramm Reservefett angelegt wird, das anschließend größtenteils von Januar bis April fast vollständig verbraucht wird. Demnach wird im November bis Dezember das Jahreshöchstgewicht erreicht. In Ausnahmefällen kann das Reservefett etwa ein Viertel des Gesamtgewichts ausmachen. Die aufgenommene Nahrungsmenge findet größtenteils im Kopf Platz. Der Mäusebussard ist ein vergleichsweise vielrufender Greifvogel. Der oft im Flug zu hörende laute Ruf klingt abfallend miauend und wird gerne vom Eichelheer imitiert. Der Ruf ist das ganze Jahr über zu hören, meistens jedoch während der Brutsaison. Es kann auch von den Jungvögeln ab etwa 20 Tagen Lebensalter zu hören sein. Der Alarmruf wirkt meist ärgerlicher als der öfter zu hörende, mehr miauende Ruf. Der Mäusebussard bewohnt vor allem kleine Waldgebiete mit angrenzenden, offenen Landschaften, wo er fast ausschließlich seine Nahrung sucht. Im Umfeld des Waldes bevorzugt er Weiden, Wiesen, Heide und Feuchtgebiete oder durch Menschen kurz gehaltene Vegetation. Bruten in Höhe über 1000 Meter über dem Meeresspiegel sind selten. Oft sind Mäusebussarde entlang von Autobahnen zu sehen,
da sie diese und andere Wege bei der Jagd absuchen. Bei der Nistplatzwahl werden Waldkanten kleinerer Altholzbestände bevorzugt. Seltener wird das Innere geschlossener Wälder oder schmale Grenzstreifen zwischen Feldern oder Einzelbäume besiedelt. Das Nest wird am Stammende in Astabzweigungen oder in Stammnähe auf Seitenästen angelegt. Bisher wurden zwei Bodenbruten in Schleswig-Holstein und eine Brut auf einem Hochspannungsmast nachgewiesen. In neuerer Zeit wurden in Deutschland auch Felsbruten beobachtet. Es gibt auch erfolgreiche Bruten in direkter Nähe zu Häusern im Siedlungsbereich. Als Kulturfolger hat der Mäusebussard auch die Innenstädte als Revier erobert. Hier bevorzugt er als Horststandort Friedhöfe oder Parks, teilweise auch in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung. Während der Brutsaison verteidigen Mäusebussarde ihr Brutrevier um den Horstbaum. Während der Balz ab Mitte Februar vollführen die Brutpaare Balzflüge über dem Brutrevier. Sie bestehen aus gemeinsamen, segelnden Kreisen, bei dem viel gerufen wird. Dann folgt ein sinusähnliches Fallen und Steigen, welches meist mit einem Sturzflug zum Nest beendet wird. Fremde Mäusebussarde werden durch schnellen Anflug mit kräftigen Flügelschlägen aus dem Luftraum über dem Brutrevier vertrieben. Während der Brut- und Jungenaufzucht werden diese Grenzstreitigkeiten zwischen Nachbarpaaren seltener. Mit einzelnen fremden Mäusebussarden kann es gelegentlich noch zu Auseinandersetzungen kommen. Mäusebussarde sind außerhalb der Brutsaison eher in losen, weit verteilten Gruppen anzutreffen. Dies betrifft vor allem Flächen mit entsprechend hohem Nahrungsangebot, also Wiesen, Felder und feuchte Niederungen. Diese halten sich dann meist den ganzen Tag dort auf. Nur zum Schlafen werden Bäume aufgesucht. Besonders an Fallwild und bei Nahrungsmangel in strengen Wintern kann es zur Bildung von Gruppen mit entsprechenden Rangordnungen kommen. Das heißt, es gibt einzelne Individuen, die gegenüber ihren Artgenossen den Vorrang haben, der auch erkämpft und verteidigt wird. Während der Zugzeit zu beobachtende Schwärme von bis zu 8 oder mehr Mäusebussarden, die gemeinsam im kreisenden Segelflug Höhe gewinnen, kennzeichnen lediglich das gemeinsame Nutzen von Aufwinden und Thermik. Meist ziehen diese Individuen dann einzeln weiter. Die Hauptnahrung des Mäusebussards sind Kleinsäuger, in Mitteleuropa vor allem Feldmäuse. Weiterhin nimmt er Vögel, meistens Jungvögel, Reptilien, zum Beispiel Eidechsen, Blindschleichen oder Ringelnattern, sowie Amphibien, meistens Frösche oder Kröten. Insekten und deren Larven können genauso wie Regenwürmer teilweise einen kleinen Anteil an der Beute ausmachen. Auch Fische sind in einigen Fällen als Nahrung nachgewiesen worden. Diese werden tot oder verendet eingesammelt. Gleiches gilt für größere Vögel, wie zum Beispiel Tauben, die verletzt, bereits verendet oder von anderen Greifvögeln schmarotzt zur Nahrung des Mäusebussards werden. Gleiches gilt für größere Vögel, wie zum Beispiel Tauben, die verletzt oder bereits verendet sind. Häufig nimmt der überfahrene Tiere an Verkehrswegen auf und wird dabei oft selbst überfahren. Die Zusammensetzung der Nahrung kann je nach regionaler Verfügbarkeit und dem abwechslungsreichen Lebensraum entsprechend stark variieren. Ab einem Alter von 2 bis 3 Jahren sind Mäusebussarde geschlechtsreif, was durch Beobachtung von mit Flügelmarken versehenen Individuen in Wales ermittelt wurde. Wegen ihrer verhältnismäßig großen Reviertreue können Brutpaare ein Leben lang zusammenbleiben.
Mäusebussarde können bis zu 26 Jahre alt werden. Die Eiablage beginnt in Mitteleuropa ab Mitte März. Im Durchschnitt findet sie Mitte April statt. Die Eier sind durchschnittlich 56 x 45 mm groß und wiegen 50 bis 60 Gramm. Sie sind mehr oder weniger stark rotbraun und graubraun gefleckt auf weißem Grund. Das Gelege besteht meist aus 2 bis 3 Eiern. Gelege mit einem oder 4 Eiern kommen auch vor. Die Eier werden im Abstand von 2 bis 3 Tagen gelegt. Die Brutdauer beträgt 33 bis 35 Tage und hängt von der Gelegegröße ab. Da bei Dreier- und Vierergelegen später mit dem Brüten angefangen wird, als bei Einer- und Zweiergelegen. Nach dem Schlupf bleiben die jungen Mäusebussarde 42 bis 49 Tage im Nest und sind dann zwar flügge, halten sich aber noch auf den Ästen und Nachbarbäumen um das Nest herum auf. Diese Bettelflugphase im Anschluss an die Nestlingszeit kann 6 bis 10 Wochen dauern. Hier fliegen die Jungen den Eltern zunehmend hinterher und werden so lange von ihnen versorgt, bis sie selbstständig sind. Anschließend streichen die jungen Mäusebussarde aus dem Brutrevier ab. Dabei entfernen sie sich meist nur wenige Kilometer von ihrem Geburtsort. Es kamen jedoch in Ausnahmen auch Entfernungen von bis zu 200 Kilometer vor. Die Besenderung von nestjungen Mäusebussarden mit Telemetriesendern ergaben ebenfalls, dass sich diese in der Nähe ihres Geburtsorts ansiedelten. Von den ausgeflogenen Jungvögeln überleben ca. 49% das erste Jahr, davon 68% das zweite Jahr und wiederum 71% das dritte Jahr. In späteren Jahren leben davon noch 81%, was anhand von Wiederfunden Nestjung beringter Mäusebussarde ermittelt wurde. Die Nominatform des Mäusebussards ist in allen Teilen Mitteleuropas verbreitet und der häufigste Greifvogel. Der Mäusebussard fehlt jedoch auf Island, in Norwegen bis auf dessen südlichsten Teil, weiterhin im Nordwesten von Schweden und in Finnland. Das Verbreitungsgebiet der Nominatform wird im Osten durch die baltischen Staaten, West-Belarus, den Nordwesten der Ukraine und den Osten von Bulgarien und Griechenland begrenzt. Im Großteil der Türkei, dem gesamten Nahen Osten und in Nordafrika gibt es kein Brutvorkommen. Ebenso ist der Großteil Irlands sowie der Osten Englands und Schottland seit der Ausrottung Ende des 19. Jahrhunderts nicht besiedelt. Der Mäusebussard gilt zurzeit als nicht gefährdet. Abschüsse und Nachstellungen kommen auch heute noch vor, besonders in den Durchzugs- und Überwinterungsgebieten. Mäusebussarde unterliegen in Deutschland dem Jagdrecht, haben jedoch eine ganzjährige Schonzeit gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie. Von den durch Unfälle verendeten Individuen kommt ein Großteil durch Kollisionen auf Straßen oder Freileitungen ums Leben. Unter den Vögeln werden in besonderem Maße Mäusebussarde durch die Rotorenblätter von Windrädern erschlagen. In Norddeutschland mit seiner bereits hohen Dichte an Windrädern kommen auf diese Weise pro Jahr knapp 8% der Population zu Tode. Auf Untersuchungsflächen in Schleswig-Holstein wurden innerhalb von 1,5 Jahrzehnten ein Bestandsrückgang um 76% festgestellt. Die Prognose ist äußerst besorgniserregend, da schon bei dem jetzigen Ausbaustand, also bei der heutigen Anzahl von Windkraftanlagen, jedes Jahr mit 10.000 bis 12.000 kollidierten Bussarden zu rechnen ist. In Erwartung des weiteren Ausbaus der Windenergie in ganz Deutschland und in Kombination mit weiteren Faktoren wie der verstärkten Anlegung von Maisfeldern
welche für den Mäusebussard als Jagdgebiete nicht nutzbar sind, sprechen Fachleute von äußerst besorgniserregenden Entwicklungen und potenzieller Bestandsgefährdung. Deutschland beherbergt über 50% des mitteleuropäischen Mäusebussardsbestands und trägt damit eine gewisse internationale Verantwortung. Der Bruterfolg kann vielerorts durch menschliche Einwirkungen ausbleiben, wenn zum Beispiel während der Brutzeit im Brutrevier Holzeinschlag oder andere forstliche Maßnahmen stattfinden. Auch durch Unkenntnis können Störungen im Wald verursacht werden, die Brut- oder Jungvögel schädigen.